Ich spüre Enttäuschung. Die Ahnung, meine Träume nicht erfüllen zu können. Wer ist das? Das ist Shelly. Ein hübscher Mann, nicht wahr? Wie alt sind Sie denn? Alt genug zu wissen, warum Sie fragen. Ich bin 16. Als ich dich traf, fühlte ich mich wieder lebendig. Geh mit mir fort. Hast du dich wirklich mit diesem Hurenbock eingelassen? Ein Feuer brennt in meiner Seele und ich werde weder dir noch anderen erlauben, es einzudämmen. Hat sich von Ihnen schon mal jemand gefragt, ob Tote wieder lebendig werden können? Ist das wirklich möglich? Reanimation? Wir haben eine Einladung nach Genf von Lord Byron. Folgen Sie mir in den Salon, Miss Godwin. Ich wäre dir nicht böse, wenn ihr ein Liebespaar würdet. Und du, möchtest du mit anderen zusammen sein? Ich sehe die Welt und was in ihr ist mit ganz anderen Augen als früher. Und die Menschen erscheinen mir wie Bestien. Jeder schreibt eine Geistergeschichte. Als Wettbewerb. Frauen sind weit davon entfernt, eigene Ideen zu entwickeln. Was ist los mit dir? Sie, Miss Godwin, haben die Chance, mich eines Besseren zu belehren. Das ist Viktor Frankenstein. Das ist keine Geistergeschichte. Ich bin bis ins Mark erschüttert. Das muss veröffentlicht werden, Mary. Ein kurioses Thema für jemanden, der so jung ist. Deuten Sie etwa an, das Werk stamme von Mr. Shelley? Es ist meine Geschichte. Wie können Sie es wagen, einer Frau die Fähigkeit abzusprechen, Verlust zu erfahren? Betrug. Tod. Hätte ich nicht diese Seelenqualen durchlitten, hätte ich nie diese Stimme gefunden. Meine Entscheidungen haben mich zu der gemacht, die ich bin. Und ich bereue nichts.